Listen to me now. Die Vorbereitungen für den 36. Garnisonsball in Eisenstadt laufen auf Hochtouren. Die Zelte sind schon aufgestellt, Tische werden hineingetragen und Fenster auf Hochglanz geputzt. Wie beim Bundesheer üblich, läuft das alles schnell und problemlos ab. Der Ball findet auf mehreren Ebenen und Plätzen in der Kaserne statt. Die Polonaise und Mitternachtseinlage findet im Festsaal im Erdgeschoss statt. Unterhaltung mit Rockes gibt's auf der Wiesn. Im Disco-Zelt sorgt DJ Cosmic für gute Stimmung. Im Casino Real der Heerestruppenschule können Sie bei einem Cocktail Ihr Glück versuchen, bevor Sie im zweiten Stock Ihre Schießfähigkeiten unter Beweis stellen können. Nicht zu vergessen ist auch die Heerestruppenschule Bar und eine Sektbar im ersten Stock. Mehr als 2000 Karten sind bis jetzt schon verkauft. Das freut auch Oberstleutnant Martin Jeidl. Herr Oberstleutnant, bereits der 36. Garnisonball in Eisenstadt. Sie sind dafür verantwortlich, dass alles schön abläuft. Wie fühlt man sich da als Verantwortlicher? Na, natürlich ist die Aufgabe eine ganz eine besondere. Es ist eine Ehre für mich, das veranstalten zu dürfen. Die Arbeit geht jetzt in die Endphase. Also wie man sieht, sind die Zelte bereits aufgebaut und die Vorbereitungen laufen. Ich persönlich fühle mich derzeit noch sehr entspannt, weil derzeit noch alles läuft wie geplant. Wie viele Gäste werden Sie ungefähr erwarten? Also der Kartenverkauf hat bis jetzt ungefähr 2000 Karten abgesetzt. Diese Woche läuft der Verkauf noch. Also wir rechnen mit einem vollen Haus mit maximal 2500 Besuchern. Gibt es auch eine Mitternachtseinlage? Polonaise ist klar, das haben wir schon besprochen. Ja, um Mitternacht wird im Festsaal eine schottische Darbietung sein, passend zur Whisky World. Die Pipes and Drums werden dort aufspielen. Aus Donnerskirchen, die? Ganz genau, die Gruppe aus Donnerskirchen. Gut, dann wünschen wir noch viel Erfolg und viel Spaß beim Ball. Dankeschön.